Ja, also es gab, glaube ich, nicht so den einen Moment. Es gab so verschiedene Erweckungserlebnisse. Der erste war, ich hatte eine Zeit lang mein Büro in Treptow und habe selber aber noch im Prenzlauer Berg gelebt und bin da mit dem Fahrrad halt jeden Tag hingefahren. Und das war im Prinzip jeden Tag, also eine Nahtoderfahrung eigentlich. Und da keimte das zum ersten Mal so auf, dass ich dachte, das irgendwie will ich, dass das hier eine andere Stadt wird. Und so bin ich auf Changing Cities sozusagen gekommen ursprünglich. Und der zweite Impuls war dann, als ich von Prenzlauer Berg nach Mitte gezogen bin irgendwann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein kleines Kind und war in Elternzeit und war total viel unterwegs mit Kinderwagen auf diesen engen Straßen und engen Bürgersteigen. Und dachte, das gibt's einfach nicht, wie wahnsinnig viel Autoverkehr hier ist und wie irre schlecht man über die Straßen kommt und wie selbstverständlich das allen scheint, dass die Fußgänger sich irgendwie auf so viel Platz irgendwie zusammenknödeln müssen, während die Straßen großflächig von Autos besiedelt sind. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt werde ich wirklich aktiv. Und da bin ich dann auf so einer Kiezblock-Veranstaltung gelandet, die ich irgendwie spannend fand. In der Tat, so diese Idee der Flächengerechtigkeit. Das ist ja auch das Schöne an der Stadt, dass es halt Vielfalt gibt. Die braucht aber eben Platz, dass die sich irgendwie entfalten kann. Und das ist momentan halt einfach total zu Ungunsten von Fußverkehr und Radverkehr aufgeteilt. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, Autos zu verteufeln oder zu verbannen, aber eben eine Flächengerechtigkeit herzustellen, die dem Stadtleben eigentlich erlaubt, sich zu entfalten. Das ist so das, was ich irgendwie wichtig finde. Gleichzeitig halt auch das Gefühl, also irgendwer muss sich da wirklich sehr aktiv drum kümmern, weil auch wenn es oft erklärter politischer Wille ist, passiert es eben von sich aus nur sehr bedingt und oft sehr langsam und oft leider auch gar nicht. Von daher finde ich schon irgendwie sehr wichtig, dass die Zivilgesellschaft da hinterher ist, und solange ich irgendwie kann und das ja zeitlich irgendwie unterbringe, will ich da auf jeden Fall auch aktiv dranbleiben. Na, also ein wirklich sehr schöner Moment war, als ich zum ersten Mal live sozusagen über das Thema Kiezblocks referiert habe. Ich hatte das schon ein paar Mal in so Zoom-Konferenzen und so gemacht, aber es gab eine Live-Veranstaltung, zu der ich eingeladen war, im Baumhaus im Wedding. Und das war natürlich nach dieser Pandemiezeit irgendwie völlig ungewohnt, wieder mal vor Leuten zu stehen und mit denen zu reden. Aber was vor allem schön war, war zu merken, wie das die Leute gepackt hat und abgeholt hat. Also die kamen, glaube ich, mit sehr diffusen Vorstellungen da rein und hatten, glaube ich, keine Ahnung, was es mit Kiezblocks auf sich hat. Und man hat richtig, je mehr ich erzählt habe, gesehen, wie die Leuchten bekommen haben in den Augen und wie die auch danach dann reagiert haben, war halt, also die haben dann gesagt, hey, das klingt irgendwie total cool und wo kann man sich da hinwenden und wie kann man aktiv werden? Und das finde ich eigentlich immer die schönsten Momente, wenn man merkt, wie einem das gelingt, die Leute zu überzeugen. Ja, also sowohl bei so Gruppenveranstaltungen als auch bei einzelnen Leuten. Also hier im Rahmen unserer Kiezblock-Kampagne gehe ich halt auch immer wieder mit Flyern in die Läden rein und mit Unterschriftenlisten und so weiter. Und da triffst du dann halt schon ab und zu auf Leute, die sagen, nee, Verkehrsberuhigung finden wir irgendwie blöd. Und wenn man dann eben anfängt zu erklären, wie das genau funktioniert und was die Vorteile sind, dann kommen die auch teilweise manchmal rum. Und das ist einfach immer ein schöner Moment, wenn man irgendwie merkt, das ist was kein Hirngespinst ist, sondern was bei Leuten auch ankommt. Also wenn man jetzt mal utopisch rangeht, ich fände das, glaube ich, total cool, wenn einfach das, was jetzt Changing Cities so beharrlich fordert und wofür wir so stark kämpfen, wenn das einfach mal Konsens werden würde, also dass es irgendwie klar sein muss, eine Hauptstraße muss irgendwie gesicherte Radverkehrsmöglichkeiten geben. Wenn man dann einfach einen Schritt weitergehen könnte und sozusagen die nicht mehr nur auf Verkehrsführung, Verkehrssicherheit und so stark guckt, sondern sich fragt, hey, was gehört eigentlich noch dazu? Was brauchen wir, damit irgendwie Straßen wirklich lebendig werden, dass Milieus sich durchmischen, dass Leute da nicht nur einfach Platz haben, an dem sie halt rumsitzen und ihr Bier trinken, sondern irgendwie auch Orte entstehen, wo Nachbarschaften nochmal anders aufleben. Und das gibt es ja jetzt schon. Und es ist auch cool, dass das Teil von Changing Cities ist, aber es ist eben nach meinem Empfinden, also liegt der Fokus halt noch sehr stark auf dem, was jetzt erstmal extrem notwendig ist, nämlich einfach eine Verkehrspolitik sozusagen durchzusetzen, die lange überfällig ist.